Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 4. The Last Revelation. Wir sind hier in der Höhle. Und nicht in der Höhle, in dem Tempel. Und das Wasser ist jetzt ja. Das Wasser war gar nicht hier. Ich weiß gar nicht, was wir gemacht haben. Ich glaube, wir wollten rausgehen, weil ich die Tür hier aufgemacht habe, oder? Ne, hier war ein Knopf. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob irgendwas im Inventar, was mir weiterhilft. Ich finde auch gut, dass hier einfach das Steam-Overlay mit drin ist. Also, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob das Steam-Overlay ist oder ob es das nicht. Es ist anscheinend Steam. Binoculars, Flares. Ich habe das hier. Aber wo soll ich das hinpacken? Moment mal, soll ich nicht das da hinten hinpacken? Habe ich das nicht mehr gemacht? Moment mal, ich musste da irgendwie anders hin, ne? Ja. Oh. Schade. Ich bin der Meinung, das habe ich doch getan. Habe ich den falschen Spielstand genommen? Ich gucke mal kurz auf Laden. Ich habe den hier unten genommen. Das ist doch der am weitesten fortgeschritten ist. Da oben sind ein Stundendinger. Also es müsste eigentlich das hier sein. Entweder habe ich nicht gespeichert oder ich habe irgendwas anderes falsch gemacht. Naja. Vielleicht habe ich es einfach nicht gemacht. Ich habe mir nicht den letzten Partner mal angeguckt, weil ich dachte, so passt schon. Ich werde hier einfach ein bisschen rumwuseln, das ist dann schon richtig, aber gut. So ein bisschen schade, das Spiel mit 30 FPS auf und ich weiß nicht wieso. Wahrscheinlich kann ich es in diesem Voodoo 3D einstellen. Mal gucken. Kann ich direkt den Sprung hier machen? Ja, perfekt. Moment mal, hier muss was anderes hin. Ah, okay. Ich dachte, ich müsste das hier reinstecken. Sicher, dass ich das nicht muss? Oder habe ich das hier rausgeholt? Ja, vielleicht war ich doch richtig und ich weiß manchmal, was ich machen sollte. Obwohl, ne, wir haben, glaube ich, so einen Ort für dieses Ding. Ich weiß noch nicht, wo. Und dann höre ich Getapsel. Das heißt, ich höre es einfach nur um mich rum. Ich tippe mal, was unter mir ist. Aber ich meine, das Viermal erschossen oder nicht? Hm. Vielleicht gibt es zwei davon. Das eine habe ich mir letztens einfach nicht aktiviert. Wo kommt das Ding her? Ich glaube, es ist tot. Interessant. Okay, ich wollte wahrscheinlich hier rausgehen, weil hier habe ich ja angefangen, glaube ich. Ich weiß nicht mehr, wo vielleicht. Ich habe keine Ahnung, warum ich das nicht mehr war. Also, ich habe gar keine Ahnung mehr daran, was ich hier getan habe. Obwohl es gar nicht so lange her ist. Aber ich habe mich in der Zwischenzeit mit Assassin's Creed wieder beschäftigt, also ich habe Assassin's Creed gespielt. Und dann ist wahrscheinlich untergegangen. Hier war der andere Eingang. Es gab den unteren und den oberen, das weiß ich noch. War hier noch irgendwas? Nee, schade. Hätte ja sein können, dass hier was Cooles ist. Kann ich da eigentlich hoch? Sieht irgendwie so ein bisschen so aus. Aber sieht alles ein bisschen zu steil aus, um da einfach hochzukommen. Ja, dann kletter halt ganz normal hoch, Lara. Lass mir halt keinerlei Spaß. Ist das hier zu schräg? Nee. Okay, es würde klappen. Und da liegt auch was. Also gut, dass ich hochgelaufen bin. Und dass ich ein bisschen planlos umherlaufe, sonst hätte ich es nicht gefunden. So, nach vorne gehen. Das wäre nur Schrott und Munition. Aber besser als nichts, sage ich mal. Und doch, hier ist auch noch was. Das ist noch ein kleines Medipack. Ehre. Ich hab Angst, dass gleich irgendwas kaputt geht, wenn dieses Geräusch kommt. Wahrscheinlich geht doch wahrscheinlich gleich was kaputt, aber das Spiel verrät es mir einfach nicht. Ah, noch Munition für die Uzi. Denke ich mal. Die wir immer noch nicht haben. Aber wo wir schon. Wie viel Munition haben wir für die? 240 Uzi-Munition. Okay. Das ist gar nicht so viel. Also die, ich glaube in den alten Teilen, das sind alles alte Teile, aber in den vorigen Teilen hat die immer sehr gut durch die Munition durchgefressen, weil die halt echt nur Schussrate hat. Okay, willst du mich verarschen? Da rutsche ich runter? Ich bin doch sogar schon auf der nicht komplett Kante gelandet gerade. Okay. War das hier vorne? Hier muss ich irgendwas einsetzen oder nicht? War das nicht so? Nein, wahrscheinlich nicht. Irgendeine Tür ist aufgegangen, die so aussah, meine ich.
Wahrscheinlich die hier. Ja, das habe ich doch schon gesehen. Danke, Lara. Mann, hier hab ich doch was hergeholt. Ach, Moment mal. Ach, ihr sagt mich, dass ich doch da hinten hin muss? Oder ist es unter Wasser war noch irgendwas? Das weiß ich noch. Vielleicht ist die jetzt offen. Wahrscheinlich nicht. Gucken können wir trotzdem. Wahrscheinlich kann ich nicht einfach da hingehen. Ne, die ist auch zu. Und da drücken. Wahrscheinlich muss ich das Item auswählen. Obwohl, ne, sonst war es auch nicht so, dass ich die Sachen da nicht direkt über die Aktionstaste auswählen konnte. Ich bin ein bisschen befragt, was ich tun soll. Weil ich ehrlich gesagt nur Ahnung, was ich gemacht habe. Okay, wir haben ein Kanopi. Oder sowas? Kanopi-Jar, war das richtig? Ich glaube schon, ich habe es auf jeden Fall so gemerkt. Ich meine, hier war nichts, hier ging es zu einem relativ großen Secret. Und ansonsten sehe ich hier gerade keinen Umweg, außer das hier vorne. Vielleicht muss ich doch nochmal in dieses Ding reingreifen, das mir nochmal anzeigt, wo ich denn hier was ausmachen kann. Also wenn ich jetzt auf die Schnelle nichts finde, dann werde ich gleich mal in meinen letzten Part reingucken. Und wenn ich da nichts finde, also wenn ich da keinen Hinweis mehr bekomme, konsultiere ich das Internet natürlich. Denn zu viel Zeit will ich auch nicht verschwenden mit rumwuseln. So ein bisschen ist ja in Ordnung, weil das ist ja irgendwie auch das Spiel. Aber ich bin der Meinung, wir waren hier schon dran, das Ding rausgeholt. Da unten ist nichts Neues, oder? Ah doch, da unten ist was Neues. Vielleicht soll ich einfach mal hier reingehen. Safen wir mal. Haben wir jetzt knapp 6,5 Minuten nichts gemacht. Moment, hier war ich doch auch schon, oder? Das kommt mir irgendwie alles bekannt vor. Au. Habe ich einfach nicht gespeichert beim letzten Mal? Ich bin hier rausgeklettert. Oder? Ich habe das doch gemacht, habe ich echt nicht gespeichert? Also das kommt mir bekannt jetzt vor. Also ich gucke mich hier erstmal um, ich glaube, beim letzten Mal habe ich mich nicht umgeguckt. So wirklich, also irgendwie bin ich da ins Wasser gesprungen, dann war eine starke Strömung, da bin ich mir weggekommen. Jetzt können wir ein bisschen mehr gucken hier. Ob hier nicht vielleicht doch noch was liegt, was wir jetzt auf die Schnelle mitnehmen können. Hier gibt es zum Beispiel Wasser, ich glaube, da kommen wir wieder zurück und nicht hier rein. Okay, hier ist Wasser. Sehe ich irgendwas im Wasser, was ich mitnehmen könnte auf die Schnelle? Nö. Wasser ist ja doof gewesen, weil es es wegdrückt. Und das wollen wir nicht. Wir werden dann hier reingedrückt, wieder zurück zum Anfang. Aber ich sehe auch sonst nichts. Ja gut, dann gehe ich nochmal durch anscheinend. Ja stimmt, ich muss wieder ducken drücken. Also ist halt einfach, das ist einfach schlechtes Design, weil... Ja, warum... Ich muss halt richtig krass umgreifen auf der Tastatur. Also es liegt halt nicht alles beieinander. Hätten irgendwie Y oder sowas dafür nehmen sollen. Da sind meine Finger halt. Also meine linke Hand ist auf Shift und Alt. Bei Benutzen und Klettern. Rechte Hand ist auf den Pfeiltasten und auf 0. Zum Umgucken. Also hier waren wir doch schon. Ich habe das doch alles schon gemacht. War hier irgendwas? Nein. Gut. Okay, da haben wir jetzt ein bisschen Zeit verschwendet, indem ich das... Ah, jetzt ja wieder. Indem ich einfach das gleiche gerade nochmal gemacht habe und vorher verwirrt umhergelaufen bin. Aber wir haben ja auch ein paar neue Schätze gefunden. Ich habe wohl überlegt, ob ich jetzt einfach den Part neu anfange und dann hier irgendwie nochmal loslege. Aber wir haben ja neue Sachen gefunden. Das heißt, man kann schon mal mitnehmen. Ist ein halb gewasteter Part halb. Halt, nicht halb. Aber halt auch, weil halt gewastet ist. Oder komme ich hier wieder am Anfang raus und hier ist gar nichts Relevantes gewesen. Ich bin hier rausgekommen. Deshalb stand ich hier. Und deshalb habe ich auch gespeichert. Okay. Ich tippe mal auf, dass ich irgendwas da unten machen muss. Was ich irgendwie vorher noch nicht gemacht habe. Also das ist jetzt gerade ein bisschen doof. Ich habe so gedacht, jo, okay, ich habe den Weg einfach komplett übersehen und ich habe ihn schon mal gemacht und weiß einfach nicht mehr. Aber nein, ich muss hier noch irgendwas tun. Also ich denke mal, irgendwas muss ich
beiden Typen hier zu tun haben, weil Feuerschale und Feuer aus und sowas. Oder vielleicht irre ich mich, ich muss hier noch gar nicht hin. Okay, hier war ich zurückgedrückt, da kann ich auch nicht gegen ankämpfen. Hm. So, und kann ich immer noch wieder mein letztes Safe laden, dass ich wieder rauskomme. Okay, das führt mich nicht weiter. Das wollte ich eigentlich nicht. Aber gut. Ja, gerne hochziehen. Ich wollte nur gucken, ob da noch was ist, weil sah gerade kurz aus dem Auswinkel so aus, aber nö, anscheinend nicht. Okay, haben wir hier irgendwas anderes? Ich sehe nämlich nicht so viel in der Dunkelheit. Das bringt mir alles gerade nicht. Also ich könnte vermuten, dass es hier wie ein Boot gibt, aber würde halt nicht so viel Sinn machen, weil das ja irgendwie ein Tempel ist, der hier schon seit Milliarden Jahren gefühlt steht und... Aber vielleicht gibt es so ein altertümliches Boot. Ich wollte gerade so ein altes Boot sagen, aber altertümlich passt sogar tatsächlich besser. Hier ist auch erstmal nichts. Was bin, wenn ich ins Wasser gehe? Werde ich dann auch direkt weggespült? Nein. Okay, und hier gibt es noch einen unteren Weg. Okay. Vielleicht kann ich hier unten noch was machen. Es sieht gerade nicht so aus, als könnte ich das. Ich bin auf der anderen Seite, ne? Aber da kann ich wahrscheinlich nicht hingeschwommen, oder? Und doch, kriege ich hin, ne? Ja, das ist auch doof. Halt dich an der scheiß Kante fest und schwimm dann in meine Fresse, ey. Ja, bitte auftauchen. Gut, jetzt haben wir tatsächlich schon einen halben Part gewastet. Obwohl, jetzt bin ich auch wieder da, wo ich wahrscheinlich sein sollte und kann ein bisschen erforschen. Aber ich forsche gerade. Ich muss sicher nicht irgendwie reingreifen und Quatsch machen. Das passt doch mit diesen beiden Starten, dass ich die mit dem Schalter anmache und dann spalten die Feuer und machen lustige Sachen. Okay, da kann ich erstmal nicht hin. Ich könnte jetzt versuchen, hier noch runter zu gucken. Ob ich hier was finde. Sehe ich was? Ey, ich sehe hier auf jeden Fall was auf dem Boden. Auf der anderen Seite könnte auch theoretisch was sein, was ich einfach übersehen habe, weil es so fucking dunkel ist. Okay. Okay, hier ist absolut... Was ist... Bist du? Bist du irgendein Schalter oder bist du einfach nur Deko? Du bist einfach nur Deko anscheinend. Ich sehe hier keinen Schalter an der Wand. Ich versuche mal so ein bisschen die Lichtmuster so also zu gucken, ob ich hinter den Lichtmustern irgendwas sehe, aber nein. Okay, hier ist nichts, das weiß ich schon. Da komme ich hier raus wahrscheinlich nicht, oder? Danke für absolut gar nichts, Spiel. Danke. Wirklich. So, dann schwimmen wir hier mal hin und hoffen, dass wir... Es ist so unfair. Okay, hier kann ich aber auch schnell wieder raus. Okay. Das heißt, ich muss nicht komplett zurückspringen. Gucken wir hier nochmal rein. Ob ich irgendwas durch das Licht sehe. Weil die Stellen werden ja manchmal heller, manchmal dunkler. Vielleicht muss ich einfach nur abwarten, bis ich die hellen, bis ich eine helle Stelle entdecke. Aber nein, das bringt mir alles nichts. Gut, habe ich andere Möglichkeiten. Ich habe so ein Canopy-Jar. Wo ich keine Ahnung, was es ist. Was ich damit tun soll. Also ich hätte es erwartet, dass ich das hier, das habe ich glaube ich hier unten gefunden. Ich hätte erwartet, dass ich das hinten ranpacken kann. Wahrscheinlich kann ich es hinten ranpacken. Ich weiß es nur nicht. Also ich habe wahrscheinlich einfach nur den falschen, falsch gemacht. Ich hätte wahrscheinlich das dann praktisch selbst im Inventar auswählen sollen, anstatt einfach nur Steuerung zu drücken. Wenn es das jetzt nicht ist, dann haben wir einen kompletten Part gewastet. Weil das ist ja auch ein relativ langer Weg zurück. So, es gefällt mir aber besser, dass man mittlerweile auch schon gut an den Extremkanten sich hochziehen kann. Das war ja vorher auch mal ein Problem, wenn man ganz an der Kante stand, dann konnte man sich nicht hochziehen. Dann musst du eine Hangelung nach rechts machen, damit es geht. Wahrscheinlich, weil die Hitbox so wie doof gesetzt war. Okay, sind wir hier durch. Gab es hier irgendwas? Nein.
Soll ich gleich auch das andere Mal gucken. Meine Fresse. So. Fallen wir gleich einfach runter? Nee. Ich muss mich natürlich um. Okay, jetzt haben wir diesen Weg hier zweimal in diesem Part gemacht und einmal im letzten Part. Und es hat absolut nichts gebracht. Geil, das fühle ich. Sowas fühle ich immer. Möchte, dass ich hier lang krabbel, anstatt auf der anderen Seite. Ich glaube, sonst bin ich auf der linken Seite lang gekrabbelt. Vielleicht möchte ich das Spiel, dass ich die rechte Seite diesmal nehme. Wir haben es aber ein bisschen gut wenigstens gefunden. Aber ich wäre halt gerne weitergekommen und hätte hier nicht nur dumm nichts getan. Mal gucken. Das Mistvieh hier ist tot, okay. Kann das hier wieder weg. No. Okay. Hilf mir, Lara. Was möchtest du von mir? Was soll ich tun? Okay, warte, dass ich sterbe. Vielleicht habe ich, also nicht sterbe, aber Schaden nehme. Vielleicht bin ich noch gut an dem Rand da lang gehangelt. Hier kann ich auch nicht reingreifen, ne? Da habe ich, glaube ich, das Canopy Jar her. Und ich dachte, dass ich vielleicht dahin hinpacken muss. Okay, unten kann ich nichts machen anscheinend, weil Wasser. Können wir irgendwie den Wasserstrom hier abdrehen? Ja, dann möchtest du dich bitte weiterdrehen? Danke. Dass man wirklich das in so einem 90-Grad-Winkel treffen muss, ist halt nervig. Was haben wir da Schönes? Nichts, so wie es aussieht. Okay. Okay, jetzt bin ich gerade so an einem Punkt, wo ich denke, der Guide wäre die richtige Lösung. Wahrscheinlich habe ich sowieso alles falsch gemacht laut dem Guide. Also falsche Reihenfolge, ich hätte es viel klüger machen können. Gibt es hier noch was, wo ich langschleichen kann? Ich höre dieses Windwuschgeräusch. Und hier komme ich ja her, ne? Aber ich komme nicht mehr hoch. Schade. Aber hat mir das Ding hier irgendwie gesagt, ich soll auf irgendeine Brücke gehen? Also, oder soll ich über die Brücke gehen? Vielleicht muss ich hier auch einfach wieder weg. Also vielleicht bin ich hier gar nicht an der richtigen oder zum richtigen Zeitpunkt. Da unten war das Secret, ne? Ja, da kann ich durch. Aber es sieht nicht so aus, als würde ich hier auf diese Brücke kommen. Hm. Interessant. Habe ich gerade Getapse von so einem Mistvieh gehört? Ich meine ja. Ich würde jetzt gerne wissen, ob da was ist. Ich könnte da nämlich gerade noch ein bisschen besser hingucken. Aber sieht nicht so aus. Schade. Naja. Au. Das hatte ich eigentlich nicht vor. Ich wollte mich festhalten, wie man schon gesehen hat. Spiel denkst du so? Nope. Festhalten ist heute aus. Okay, also irgendeine Tür ist aufgegangen, das weiß ich noch. Du siehst rausziehbar aus. Bist du rausziehbar? Du passt nämlich nicht so wirklich rein, du bist nicht rausziehbar. Schade. Kannst du einfach, gehst du einfach auf, wenn ich hier hingehe? Nein, aber so eine Tür war das. Wenn ich hier jetzt hochgehe, dann guckt sie wieder nach oben? Nein. Da unten war nichts, da ist eine zugesperrte Tür und sonst nichts Interessantes. Das wollte ich nicht, Lara, danke. Ich wollte hier nochmal hochgucken. Okay. Wir haben jetzt tatsächlich ein Part komplett gewastet. Was ich nicht so cool finde. Okay, das ist aber ein Tor hier. Da sind zwei Türen, die zu sind. Achso, nee, da waren die Schalter versteckt drin, wo ich hier reingekommen bin und auf der anderen Seite reingekommen bin. Da ist aber nichts mehr. Sehe ich da hinten noch was? Nö. Gut, dann versuche ich noch mal. Kann ich noch was tun? Ich kann noch mal tauchen. Ich kann noch mal reintauchen und gucken, ob ich was sehe. Ob ich hier irgendwas übersehe. Boden oder so, irgendein Schalter.
Ah, das sieht nicht so richtig aus. Ist hier irgendwo ein Schalter versteckt, den ich sehen könnte? Nö. Und du bist... Oder kann ich einfach rangehen und sagen, ja, mach mal auf? Oh, halt die Fresse, Spiel. Fick dich. Ernsthaft? War da gerade was? Okay, ein Secret, nice. Mit ein paar Flares anscheinend oder Uzi-Magazin. Gut, dann würde ich sagen, wie es weitergeht, sehen wir nächstes Mal. Ich hoffe, es gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.